Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einer neuen Haarausfallanalyse. Unser heutiger Kandidat möchte jetzt auch mein Go für die Haartransplantation haben. Und ob ich ihm mein Go geben kann, erfahren wir gemeinsam am Ende. Wisst ihr, was ich mich immer wieder frage, Leute? Die Leute fragen mich immer, hey Bro, habe ich dein Go für die Haartransplantation? Und ich frage mich, wenn ich dir mein Go nicht gebe, machst du dann nicht trotzdem eine Haartransplantation? Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber ich möchte mit etwas völlig anderem anfangen, Leute. Ich habe mir jetzt das neue iPad Pro in 12,9 Zoll gezogen, aus einem einzigen Grund, weil man hier extrem geil drauf schreiben kann. Ich kann mir durch dieses Gerät jegliche Notizblöcke in Zukunft sparen und Stifte sparen und brauche wirklich nur noch dieses Gerät. Und ich erhoffe mir dadurch, strukturierter und organisierter zu werden und mich im Alltag besser zu standardisieren und alles um mich herum besser standardisieren zu können und einfach alles in allem effektiver und effizienter arbeiten zu können. Habt ihr Erfahrung damit? Falls nicht, Jungs, habt ihr Interesse mal, dass ich ein Video über das neue iPad mache und euch zeige, wie es meinen Alltag erleichtert, welche Apps ich benutze, welche Apps ich erleichtern würde? Wenn ihr Bock auf so ein Video habt, dann schreibt das mal hier unter dem Video in die Kommentare, dann würde ich das auch machen. Weil lasst uns jetzt gar keine Zeit verlieren und lasst uns damit anfangen, das zu machen, was ich am liebsten mache, Haarausfall, Geheimratsecken, lichtes Haar zu analysieren und zu schauen, ob man da dem Kandidaten ein Okay geben kann für die Haartransplantation oder nicht. Das ist unser heutiger Kandidat, Freunde, so seht ihr ihn einmal von vorne, über ihm ist noch die Uhr. Ich weiß nicht, ob er mir irgendwas damit noch sagen wollte, Bro, wenn du mir irgendwas damit sagen wolltest, kannst du mir auch gerne per Instagram oder das Ganze in die Kommentare schreiben, ansonsten würde ich jetzt einfach anfangen. Lass uns unserem heutigen Kandidaten einen Namen geben, ich würde sagen, wir nennen ihn einfach Jens. Irgendwie passt Jens ganz gut zu ihm. Jens ist, wie alt ist eigentlich Jens? Moment, das muss ich nochmal kurz nachschauen, Freunde. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal seine Nachricht finden. Ich glaube, das ist er. Das ist ein Lounge. Ja, da habe ich ihn. Okay, sehr, sehr wichtige Information. Und zwar schreibt er, hey, ich bin 33 Jahre alt und habe diesen Status von circa 4 bis 5 Jahren. Das heißt relativ stabil. Aktuell hat er gar keinen Haarausfall. Aber es ist schon gut, was weg, schreibt er. Habe nichts unternommen, außer Schütthaar zu benutzen. Ich hoffe, du benutzt jetzt mittlerweile Stopgap, Bro, weil vorher hat er auf jeden Fall ein anderes Streuhaar benutzt. Das sind gute Informationen. Das sind Informationen, mit denen können wir arbeiten in Kombination mit den Bildern. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Vorne, wenn wir uns seine Haare anschauen, dann sieht man auf jeden Fall ganz klar, auch wenn das Foto jetzt nicht in allerbester Qualität ist, dass die Haarlinie dort deutlich zurückgegangen ist und auch hier Geheimratsecken entstanden sind. Die sehen wir gleich viel deutlicher. Und alles in allem merkt man einfach, dass hier oben sehr, sehr wenig Volumen ist. Aber auf den ersten Blick würde mich jetzt die hohe Stirn stören. Alles andere würde mich jetzt vielleicht auch wegen der Fotoqualität gar nicht stören. Freunde, bevor wir weitermachen, das hier ist mein Instagram-Account. Falls du möchtest, dass ich deinen Haarausfall analysiere, dann kannst du mir einfach Fotos von deinen Haaren schicken. Am besten einmal ein Foto von vorne, von beiden Seiten, von hinten und von oben. Wenn einer von euch mir auch noch das Okay gibt, dass ich sein Gesicht zeige, dann kommt er sogar noch eher dran. Wenn keiner dabei ist, der möchte, dass sein Gesicht gezeigt wird, dann kann das immer ein paar Wochen dauern. So, das ist jetzt nochmal ein Foto von Jens von der Seite. Vorne Seite würde ich eher sagen, ganz Seite war nicht dabei, Jens, aber ist halb so wild. Hier kann man auch wieder deutlich erkennen, dass da hier eine Geheimratsecke ist und auf der anderen Seite auch. Und man kann auch hier erkennen, dass du das wirklich hier nach rechts von dir aus gesehen gestylt hast, das Ganze. Und so versuchst dir das so ein bisschen zu verdecken. Kann ich auch verstehen, habe ich auch früher gemacht. Schwierig ist dann immer, dass dann die nächste andere Seite so ein bisschen mehr obvious wird. Aber gut, halb so wild. Also alles in allem sieht der Haarausfall gar nicht so schlimm aus. Hier nochmal ein Foto von der anderen Seite und hier sieht man jetzt natürlich die lichter werdende Geheimratsecke, aber ich muss eins dazu sagen, dadurch, dass bei dir die Haarlinie gleichmäßig mit den Geheimratsecken zurückgegangen ist, fallen die Geheimratsecken gar nicht mal so stark auf. Es sieht so aus, als hättest du eine hohe Stirn, klar, Haarausfall ist deutlich sichtbar, Bro, es ist hier vorne rum viel, viel lichter als hier an den Seiten. Das sieht man ja, glaube ich, sogar farblich, dass das hier so ein bisschen dunkler ist und hier ein bisschen heller ist, aber das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Haarausfall zusammenliegen. Wir schauen uns mal das nächste Foto von hinten an und da wird es sehr deutlich und da kommen wir der Sache Haartransplantation ja oder nein schon deutlich näher und hier ist die Tonsur. Die Tonsur ist ziemlich, ziemlich weit offen, sehr weit offen. Da kommen eine Menge Grafts rein.
Da kommen sehr viele Grafts rein. Um diese Stelle zu verdecken, wirst du auf jeden Fall einige tausend Grafts benötigen, Bro, weil man nennt die Tonsur nicht umsonst schwarzes Loch. Aber dir kommt zugute, dass du relativ helle Haare hast, das heißt einen sehr, sehr geringen Haut-Haar-Kontrast hast und somit mit weniger Haaren sogar in der Regel mehr Abdeckung erreicht werden kann. Aber grundsätzlich, bis jetzt kann ich dir nicht klar dazu was sagen, weil es kommt jetzt ein wichtiges Kriterium dazu. Dein Spender, wie gut ist der Spender? Hier auf den ersten Blick sieht das okay aus, aber das ist jetzt eine Perspektive, die ist nicht optimal. Ich hoffe, da ist ein Foto mit dabei, wo man es von hinten sieht. Nee, aber man sieht hier nochmal die Tonsur von oben. Pickelchen hier auf der Kopfhaut. Hast du dir früher mal vielleicht die Haare kurz rasiert oder abrasiert über längere Zeit, dann passiert das ziemlich häufig, dass die Haare einwachsen und dann hier Pickelchen entstehen. Aber das können auch ganz normale Pickelchen sein. Natürlich, da will ich jetzt niemanden, also Ferndiagnosen mache ich nicht, kann ich gar nicht machen, Bro. Aber alles in allem Tonsur verhältnismäßig ziemlich groß. Und da müssen viele, viele Haare rein. So, ach, da haben wir doch noch ein Foto von vom Spenderbereich. Und ja, Bro, also, warte mal, kann ich das vergrößern hier beim Schauen? Ja. Mhm. Spender schaut tatsächlich sogar sehr gut aus. Mit dem Spender kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich glaube nicht sogar nur, es wird definitiv ein sehr gutes Ergebnis geben, wenn du dich für eine Haartransplantation entscheidest. Die Tonsur wird einfach unzählige Grafts verschlingen. Also du musst dich darauf einstellen, dass du die Priorität auf jeden Fall in den Frontbereich legst, Bro. Das heißt hier in dem Bereich, beziehungsweise hier, das Foto ist ein bisschen schärfer, in dem Bereich und das hier drumherum schön dicht machen lässt, weil das macht dann letztendlich die Optik aus. Hintenrum, da kann man dann auch im Zweifel mit Body Hair Grafts arbeiten oder mit Grafts vom Bart und man kriegt das auch ziemlich gut dicht hin. Aber du wirst auf jeden Fall, denke ich, ja, 1 bis 2 Haartransplantationen hinkriegen, je nachdem zu welcher Klinik du gehst. Manche Kliniken sagen, hey, nee, wir machen keine Mega-Sessions, manche machen dann Mega-Sessions, aber du wirst insgesamt auf jeden Fall, um das alles komplett zuzukriegen, das heißt sowohl den hinteren Bereich und den vorderen Bereich schön dicht zuzukriegen, über 4000, über 5000 Grafts benötigen. Deswegen lass dich auf jeden Fall mal von einer Klinik beraten und schau da mal, was das Richtige für dich ist. Also alles in allem hast du mein Go für die Haartransplantation und du kannst mit deiner Haartransplantation im Grunde nicht viel falsch machen. Es sei denn, die Informationen, die du mir gegeben hast, sind nicht 100% korrekt und dein Haarausfall ist nicht im Stillstand seit einigen Jahren und es geht weiter voran, es schreitet weiter voran, dann kannst du dann natürlich hinterher ein Problem bekommen. Fakt ist, grundsätzlich hast du von mir mein Go für die Haartransplantation, aber nur unter der Bedingung, dass der Haarausfall wirklich zum Stillstand gekommen ist. Falls du da Zweifel hast, dann kannst du natürlich immer noch eine Haartransplantation machen und das Ganze dann mit Medikamenten, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil vielleicht das Video dann nicht monetarisiert werden kann, kannst du den Haarausfall dann auch stoppen, verlangsamen oder wieder die Tonsur sogar zuwachsen lassen. Aber das, glaube ich, wird jetzt bei deiner Tonsur nicht mehr klappen, weil die schon relativ kahl ist. Also Haartransplantation geht auf jeden Fall klar. Haarteil wäre natürlich auch eine Option für dich, Bro, weil da ist nicht mehr so viel, was man abrasieren muss. Du bist halt wirklich so ein Kandidat, der für beides ziemlich gut geeignet ist. Weil wenn ich mir dieses Foto hier anschaue, dann ist die Tonsur schon sehr, 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 sehr groß. Also du wirst auf jeden Fall 2 Haartransplantationen. Also wenn ich mir das jetzt nochmal so genau anschaue, 2 HTs brauchst du auf jeden Fall, Bro. Jungs, was meint ihr? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wie viele Haartransplantationen wird er brauchen? Weil eine Haartransplantation wirst du schon für den vorderen Bereich brauchen und die können unmöglich diese komplette Stelle auch zumachen in der ersten Haartransplantation. Das würde ja bedeuten, dass man in einer Session vielleicht 7000 Grafts verpflanzen müsste. Schwer. Also, jetzt das finale Resultat. 2 Haartransplantationen
Damit kannst du auf jeden Fall ein gutes Ergebnis bekommen. Eine Haartransplantation wird nicht klappen. Wenn der Haushalt weiter voranschreitet, musst du auf jeden Fall irgendwas machen, um das Ganze zu stoppen. Ansonsten kann das Ganze nach hinten losgehen. Aber anhand der Informationen tendiere ich. Ich kann natürlich auch nicht alles wissen, aber ich tendiere stark dazu, dass ein Haushalt auch wirklich gestoppt ist. Weil wenn seit 4 bis 5 Jahren da nichts mehr passiert ist, dann wird da in Zukunft sehr wahrscheinlich auch nichts passieren. Und grundsätzlich fährst du mit deiner Haartransplantation ziemlich gut und kannst damit ein gutes Ergebnis erreichen. Wenn du dann natürlich auf Nummer sicher gehen willst, dann ist das Haarsystem für dich die richtige Entscheidung, weil das ist auch keine Behandlungsmethode, die dann für immer bleibt, sondern du kannst dann irgendwann auch wieder sagen, hey, ich will jetzt doch eine Haartransplantation. Wenn du erst mal eine Haartransplantation hattest, dann kannst du natürlich auch zum Haarsystem übergehen, Bro. Aber die Sache ist dann natürlich, dass dann der Spenderbereich vielleicht nicht mehr so optimal ausschaut und dass dann du unnötig diese Strapazen eingegangen bist. Von daher musst du es dir natürlich gut überlegen. Aber grundsätzlich hast du mein Go für die Haartransplantation, wenn du dich darauf einstellst, dass du 2 Haartransplantationen machst. Und wenn du, falls der Haushalt voranschreiten sollte, bereit bist, diesen zu stoppen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht mehr davon aus, dass der Haushalt bei dir voranschreiten wird. Daher, mach es einfach, Bro, mach dir nicht so viele Gedanken, zieh es einfach durch. Du hast ein gewisses Alter erreicht, wo man auch keinen Grund mehr hat zu warten. Recherchiere schön, informiere dich richtig, geh zur richtigen Klinik und dann wird das Ganze auch richtig geil werden. Okay, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Darüber hinaus würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, ciao.